Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier sehen wir erstmal, ich habe ein bisschen Schafswolle schon aufgeladen, aber ich habe gesagt, ich warte dann doch noch bis zum nächsten Tag, habe das nicht mehr nachts nach Hause oder dahin gefahren. Wir müssen uns jetzt hier um die Schafe kümmern, da müssen wir jetzt noch ein paar Ballen hier nehmen und sozusagen verfüttern, damit die wieder ordentlich Nahrung, upsala, haben. So. Legen wir noch zwei Ballen vor die Tür hier. So. Dann sollte das hier erstmal gehen. So, dann habt ihr erstmal was zu fressen. Gut, dann liegen hier meine Heuballen. Hoppala, da wächst Gras raus. Hoppala. Ist das jetzt aus den Ballen raus? Nee, da wächst einfach nur Gras, was hier liegt. Alles klar. Die habe ich hier abgelegt. Also so viel habe ich nochmal gemacht beim gestern noch, also am letzten Tage. Ich hoffe, dass die bis zum nächsten Schnitt ausreichen, weil beim nächsten Schnitt mache ich dann nochmal ein paar Heuballen hier auf dem Stück. Das ging ganz gut. Ich habe keinen Schwader, ist mir aufgefallen. Aber gut, das sind Kleinigkeiten, die dann da noch fehlen. So, Moment, ich wollte noch ganz kurz was gucken, ob es hier an dem Schafstall. Gibt es da was zu holen? Eine volle Palette? Nee. Ja, die Jungschafe, die machen halt nicht so viel Wolle. Das ist halt eben noch das, was dort drin ist. Gut, okay. Dann werden wir jetzt da oben die beiden abholen. Dann fahren wir in Richtung Spinnerei, bringen die Wolle weg. Und dann machen wir eine Fütterungstour, dass wir dann alle Viecher einmal füttern. Also sowohl Hühner, Schafe, alles Mögliche wird dann erstmal gefüttert. Wasser wird dann noch gegeben, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Milch machen können. So, Steuerung R. Steuerung R. So, damit haben wir vier, sechs volle Einheiten an Wolle, die wir dann erstmal zu unserem Tuchherstellung oder zu unserer Stoffherstellung bringen. Ja, ist ja eigentlich fast so wie bei Gilde 1400 oder beziehungsweise bei Gilde 3, ne? Man bringt immer Waren von A nach B und da haben wir ein ganz großes Feld, was wir heute ernten können. Na, da freue ich mich auch schon drauf. Beziehungsweise was wir heute ernten können, aber was wir im August ernten können. Und ja, wir müssen ein bisschen, glaube ich, habe ich mich vertan mit dem Geld. Ich habe die Rechnung ohne Kreditzins gemacht. Und ja, der ganze Kredit, den wir jetzt haben, der kostet natürlich auch jeden Monat ein bisschen Geld. Ihr seht oben von den 10.000 oder 11.000, die ich hatte am Ende der letzten Folge, oder das sind 4.000? Warum weiß ich gar nicht, was da stand. In der Ecke. Ne, 4.000 war es. Ne, also müssten so 10.000 rumgestanden haben. Oder 9.000 rum. Sind jetzt noch 7.300 wieder. Ich habe mir die Mieten von den Fahrzeugen zum Entfernen der Bäume, sage ich mal, wurde der Frust nochmal wieder gut geschrieben. Mal 2000 draufgesetzt oder so. Und dann, dass wir das wieder raus haben, weil eigentlich, ja, bin ich falsch gefahren hier. Ja, eindeutig. Egal. So, dann hieß wir jetzt mal immer quer über die Autobahn. Ist mit dem Fahrzeug wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass man das da ganz hinkriegt, aber. Wilder Ritt. Wilder Ritt. Okay, gut. Naja, dann ist es so. Und fahren wir da zwischen den Feldern hoch. Er ist ein Geländewagen. Der Anhänger ist jetzt nicht so ganz geländetauglich mit den kleinen Rädern, aber generell ist es ein Geländewagen. Uiuiui. Hätten wir noch was Rehen in den Hänger. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir erst den Anhänger abladen. Kann durchaus auch passieren, dass wir irgendwann hier nicht mehr genügend jetzt haben wir die Wolle. So, da rein. So, dann müssen wir den Hänger mal ganz kurz abstellen hier. Den ich gleich da vorne stehen lassen können. Das macht dann nichts. Dann kann ich mit dem Kameraden jetzt rückwärts da ranfahren. So, Stoff ist drin.
Buch ist mitgenommen. Fabrik kann weiter arbeiten. Er kommt da um die Ecke, sieht mich hier stehen. Oh, nee, weg. Der überfährt mich nur. So, jetzt guck mal, wir haben jetzt hier drinnen knapp 20.000, ne? 18.000 haben wir hier drinnen. Gut, naja. Pro Monat gehen 2.000 raus. Also 2.800 gehen pro Monat eigentlich raus, aber dann sehe ich immer nichts. Also irgendwie kommt mir dazu vor, als wenn irgendwie die Produktion ein bisschen komisch ist da. Aber ja, vielleicht kann ich ja dann noch eine weitere Spinnerei mal anschaffen irgendwann in die Nähe von meinem Hof dann setzen. Ja, gut. So, jetzt ist die große Frage. Ah, wir gucken mal ganz kurz in die Produktionen. Ich glaube, da brauche ich noch nichts hinliefern. Ne? Bäcker hat hier noch 60.000. Ja, da brauche ich noch nichts hinliefern. So, wie sieht's hier aus mit dem Mehl? Der hat doch bloß 300 da, hat aber jede Menge Weizen und Hirse. Das kann er eigentlich mal... Ah, hier draußen steht sogar Mehl. Das kann er eigentlich mal... durchackern. Das Mehl wenigstens fertig machen. Wenn er bald wie er kann, bis er voll ist wieder. Und dann steht hier draußen wahrscheinlich 12 oder 14 Mehl mal rum. Die können wir dann ja mal direkt abholen, wenn wir dann soweit sind. So. Mal aus dem Dings wollte ich jetzt nicht fallen. Das war jetzt mit einem Anruf erledigt, ne? Dass wir da jetzt gesagt haben, ja, ihr könnt mal wieder, ne? Und so. Muss man irgendwie muss man mich daran gewöhnen, dass ich dieses mit dem durch die Gegend spawnen oder fliegen nicht allzu häufig mache. Ich müsste mir, glaube ich, auch mal den... Dann ist es jetzt dunkel. Auch schon mal heller. Es gibt einen Mod, der das verbietet. Dass man quasi nicht zwischen den Fahrzeugen hin und her tappen kann. Ganz so schlimm will ich es eigentlich nicht haben, weil... Oh Mann, war los. Irgendwann will ich das ja mal machen. Oder so, also irgendwann brauche ich das ja mal. Also spätestens dann, wenn ich irgendwelche Fahrzeuge vom Händler abholen muss. Und dann kann ich ja nicht mit dem Fahrzeug da hinfahren und dann... ne? Also Multiplayer wäre das ein bisschen besser, wenn man sich dann hätte fahren lassen können oder so. Beifahrerskript, also hier wäre ja möglich, ein Beifahrerskript drin zu haben. Ich meine, bei den neuen wie heißen die denn? Ah, egal, bei den Dingern, da ist, glaube ich, sogar ein Beifahrerskript drin. Also da kannst du sogar dann mit zwei oder mehr Personen durch die Gegend feuern hier. Das ist natürlich sehr schön. Also das muss man ja sagen, das ist wirklich was, was man lange auch schon erwartet hat eigentlich. Weil das im Multiplayer natürlich sehr viel mehr Spaß macht. Dann, wenn man dann die Leute durch die Gegend fahren kann. Und man kann das machen, das machen. Hier müssen wir grubbern und danach noch kalken. Und hier könnten wir eigentlich theoretisch Unkrautbekämpfung drauf betreiben mit einem Striegel. So. Und da müssen wir mal Paletten einsammeln. Boah, kriegen wir hin. So. Das heißt, wir stellen jetzt mal ganz kurz den Anhänger hier ab. Meiner kann ich ja da oben jetzt so hinliefern. Dann muss ich ja nicht mit dem Anhänger hocheiern. Dann hier rückwärts ranfahren. So. Drin, sehr schön. Dann. Oh, da ist ein Buckel in der Erde. Den müssen wir nochmal glatt bügeln. Okay. Holen wir uns den Hänger wieder. Dann gucken wir mal, müssten eigentlich alle auf den Hänger gehen, ne? Haben wir 16 Stück? Ne, 12 Stück? Ja, 12 Paletten müssen eigentlich auf den Hänger gehen. Mal mit dem Hänger mal so, so. Sehr schön. Zwei Erdbeeren, eine Salat und... eine Tomate haben wir hier. Gut. Gut gemacht. Dankeschön. So, die lagern wir dann jetzt ein. So.
Dann haben wir das auch geschafft. So, rückwärts rangeschoben da. Ja, nicht abknicken. So, sehr schön. Gut, dann haben wir das eingelagert. Dann brauche ich jetzt den Anhänger noch? Ne, den Anhänger brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil ich brauche jetzt den kleinen Anhänger für unsere Hühner. Stelle ich den erstmal hier hin. So, dann müssen wir uns mal gucken, wo ich denn den kleinen Anhänger nehme. Ach, den habe ich dann da daneben gestellt, ne? Genau. Der steht da rum. Und den holen wir uns mal fix. So, einmal fix eine Schleife gedreht hier. Dann da drunter gefahren. Tür Gerste bitte. Oh, noch drei Eierplätten sogar. Schön. Auch gleich einlagern. Und die erste überladen. Wie viel fehlt euch? Naja, fehlt doch noch ein bisschen was. Da kann ich nochmal einen Hänger voll holen. Da kann ich nochmal einen Hänger voll holen. Upsala. Das war ein bisschen zu sportlich. So. 250 über, das ist aber nicht weiter schlimm. Die lagere ich wieder ein. So. Ich habe noch nicht ganz, also ich weiß noch nicht ganz, ich wollte eine Hoftankstelle haben, aber das hat irgendwie nicht so schön funktioniert, beziehungsweise habe ich erstmal nichts gefunden, was ich da jetzt gleich benutzen möchte für. Deswegen, ja, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch was Schönes finde. Als Mod. Lass mal auch wieder ein bisschen spontan gleich wieder nach rückwärts fahren. So, dann holen wir uns die Eier nochmal ab. Dann lagere ich die auch ein. Er ist einfach zu... Manchmal ist er ein bisschen sehr ruppig beim Losfahren. So, dann kriegt er mit mal irgendwie einen Schwung von irgendwo her. Keine Ahnung. Also als wenn der Turbo durchkommt. Kann es euch nicht sagen. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Macht mich auch bisweilen ein wenig Kirre. So, zwei Paletten Eier. Na, das sollte nicht passieren. So. Also jetzt ist nur eindeutig der Vorwärtsgang drin. Warum ist er rückwärts geruckt, ne? Also das ist wirklich... Mann, 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 Achim. So, gut, das hätten wir aber jetzt. Somit haben wir... Nein, wir haben noch nicht alles. Wir müssen nur die Versorgung der Rinder und Schafe machen. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich merkwürdig, warum man da manchmal so einen Ruck kriegt. Auch bei der Lenkung, dann kriegt er mal einen Hieb und dann setzt es ihn gleich komplett quer. Ihr habt noch hier... Fressen die jungen Schafe auch weniger oder werdet ihr einfach noch nicht abgeholt? 80 Kilo, 300 Liter. 100 Liter.
Und einmal umfallen, dankeschön, sehr gut. Man kann ja sogar auch in Slow Motion machen, das ist schon richtig. So. Ihr presst halt weniger. Na gut, okay. Aber dafür kommt auch weniger hier raus, ne? Das muss man ja dann auch sagen. Das ist okay. So. Dann gucken wir mal, was unser Michi macht. Wie es dem geht. So. Scheint aber auch noch genügend da zu sein. Also die Ballen, die sind hier liegen geblieben. 11.200 Nahrung habt ihr noch. Ihr habt noch 5.000 Dings. Und ihr habt schon knapp 229 Liter Milch. Na, das ist auch schön. Oh, schmeckt's euch? Gut. Dann brauchen wir denn doch hier erstmal nichts füttern. Dann ist erstmal alles da. Wasser können wir dann später nochmal machen. Oder beziehungsweise zum Abend hin dann. Dass wir am Abend was Anständiges bekommen. So. Ist das schon wieder um 12? So. Wie lange ich schlafe? Na gut, ich habe ja auch gestern lange gemacht, ne? Gestern bis, glaube ich, um 3 oder so habe ich noch gespielt. Naja. So ist es halt. Noch ein bisschen was ausprobiert und so. Naja, muss man ja alles haben wir gemacht haben. So, so. Guti. Dann würde ich sagen, können wir uns. Warte mal. Den stelle ich dann mal hier dann daneben erstmal. Weiß nicht, wenn ich den wieder brauche. Ich brauche jetzt auf jeden Fall den Mähdrescher im Einsatz. Ja, das machen wir als erstes. Wir nehmen erstmal den Mähdrescher in Einsatz. Sieht auch wirklich schon saumäßig aus von außen, ne? Der Lackschaden. So. Nimm dir mal ein Schneidwerkwagen mit. So, dann einmal die große Runde drehen. Ist das doch nicht so günstig, wie ich jetzt hier vorne alles hinstelle. So, dann müssen wir da oben hinparken und dann werden wir den da oben zusammenkoppeln und dann können wir ablegen oder anlegen, loslegen. So, ein bisschen Platz lassen, dass wir da die erste Bahn noch reinkriegen mit. Hängen. Vorwärts also vorfahren. Na. Lass los, Hängerchen. So. Entschuldigung, wollt euch nicht hier über die Rasenkante fahren. Hab ich ja gemacht. Und dann wollen wir hier mal hier vorne die Ecke, das ist das, was ich übrigens kaputt gefahren habe, ne? Naja, wird da. Ah ja, erstmal ausklappen, danke. Das ist natürlich wichtig, sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht los hier. So, dann los. Rein in die Hirse. Können wir hier ordentlich Hirse runterholen. Das sieht auch interessant aus, wie er das hier hinten sozusagen so rauswirft, dass er so geschleudert wird. Interessante Technologie, muss man ja sagen. Gucken wir mal, was mitkriegen. Sieht man nämlich gar nicht mal so gut bei der Hirse, was man da jetzt wirklich abgeändert hat und was nicht. Interessanter Staub, der da hochkommt, ne? Aber das wirklich so bräunlich ist. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo ein Hirsefeld richtig im Live gesehen. Also das ist wirklich was, da wüsste ich jetzt nicht mal, wie das wirklich aussieht und ob das so aussehen soll, wie es hier aussieht. Aber ich denke mal schon. Warum sollten die hier denn... Hm? Also das erste Erbsenfeld, was ich mal gesehen habe, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Das war auch, da war ich, keine Ahnung, war ich da 16, 17? Da habe ich mal ein Erbsenfeld gesehen, wo ich mich noch gewundert habe, dass Erbsen in Feldgröße angebaut wird, weil das kannte ich nicht. Ich kannte halt
Erbsen so im Garten, Zuckererbsen für so zum so so Selbstessen und noch ein paar Schoten knabbern oder so im Garten. Und aber ansonsten war mir Erbsen halt eben. Na gut, aber dann muss das böse Gemüse ja herkommen, ne? Ich habe auch schon wieder wahnsinniges Skifahren angesagt hier. Entschuldigung. Und haben wir gerade gar nichts? Das hat das doch merkwürdig aus auf dem Ertragsschirm, ne? Okay. Ja, nee, was wollte ich sagen? Das kannte ich halt eben so vom generellen nur so schnell immer essen, ne? Und mir keine Gedanken gemacht, weil Dosen, Erbsen oder ähnliches hatten wir nicht. War einfach selten gegessen, aber. Nee, da war ich. Weiß gar nicht, wann ich das Erbsen. Das war damals hinter Osterburg irgendwo. Da hab ich mein Erbsenfeld gesehen. Da hab ich mich gewundert, wie Erbsenfeld. War ein bisschen. Da war ich verwundert. Aber es waren, glaube ich, Erbsen, die also als Futtererbsen bzw. als Energieträger noch gezüchtet wurden. Aber geschmeckt haben die nicht sonderlich. Also sehr mehlig. So. Kann das sein, dass da irgendwie ein Stück dabei war, was jetzt, was ich da zum Schluss abgemäht habe, dass da jetzt gar kein Korn reinkam, weil das da an der Kante nicht gut gedüngt war und ich deswegen da drauf gekommen bin und weil nur die Kante noch zum Abmähen war und die halt eben schlechte Werte hatte, würde ich was vermuten. Da würde ich was vermuten. Das war ja doch recht eigenartig, dass es da jetzt so gar keinen Ertrag gab. Aber es läuft ordentlich was rein hier in den Guten. Also wir kriegen gute Hirse hier runter. Da können wir ganz gut und gerne auch wieder was dann zum Niederbringen, wenn nicht ist. Und wenn unsere Bäckerei unter 30.000 Mehl hat, dann holen wir mal Mehl. Das wird noch eine Weile dauern, weil die verbrauchen auch nicht ganz so viel Mehl. Wir müssen uns mal noch 2-3 Paletten Erdbeeren jetzt zurückhalten schon. Damit wir im Falle des Falles, wenn wir dann alles haben für unseren. Also wir brauchen Zucker noch und die Molkerei noch. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, dass alles da ist für unseren Kuchen. Ne? Wie gesagt, die Molkerei, das habe ich jetzt nicht ganz so. Na ja, Gott, ja, könnte jetzt immer was werden, da könnte man genug Geld zusammenkriegen. Ansonsten Sachen gibt es ja sowieso zu verkaufen, die wir haben. Müssen wir mal nicht ganz zum optimalen Preis verkaufen, nur dafür, dass wir den Kuchen machen können. Cool, ne? Wenn man mal Kuchen da noch ausliefern könntest. Das wäre schon eine schöne Veredelung und noch ein Premium-Produkt mehr, wenn ich es wieder kaufen kann. Das muss nicht den Kuchen wieder. So viel ist es, glaube ich, nicht, was wir da pro Monat rauskriegen. Na, dann müsstest du wahrscheinlich 20 Bäckereien oder so haben, damit das dann mit der Größe von Feld und Mehl und Ähnlichem dann nur Kuchen gibt in Massen oder so. Naja, gut. Wollen wir nicht weiter träumen? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier weiter fleißig abmähen. Nee, so fahren, das bringt jetzt gar nichts. Ich müsste eigentlich abbunkern. Eigentlich müsste ich wirklich abbunkern, ne? Da kann ich aber nochmal querfahren hier oben. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz zum Umdrehen. Das geht schon richtig ab mit dem dicken Ding hier, ne? Das ist schon eine andere Art von Ernte. Jutsch. Machen wir nochmal an hier und ja, wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Tschüss.